und herzlich willkommen bei 737 Adventure mit einem kurzen Video der Kategorie Fragen und Antworten. Der Georg aus Hamburg wollte gerne wissen, wie das mit der Holding-Fliegerei so aussieht, mit den Warteschleifen, die man ja durchaus ab und zu mal fliegen muss, wenn es etwas voller wird. Das Holding ist definiert durch ein Holding-Fix und ein sogenanntes Inbound-Lag. Was genau bedeutet das? Ein Holding-Fix kann zum Beispiel ein VOR sein, ein NDB, ein synthetischer GPS-Waypoint. Und auf diesem Holding-Fix basiert dann das Holding. Das sieht aus wie eine Rennstrecke, das nennt sich auch Englisch dann auch Racetrack-Pattern. Das Inbound-Lag führt auf das Holding-Fix zu. In dem Fall ist das Inbound-Lag 360 Grad. Es gibt das Outbound-Lag, das ist genau der Gegenkurs vom Inbound-Lag, also hier 180 Grad. Da steht manchmal bei den Holdings dran, meistens aber nicht, weil klar ist, was der Gegenkurs vom Inbound-Lag ist. Und natürlich haben wir im Holding auch zwei Kurven. Holdings sind immer definiert als Standard-Holdings mit Rechtskurven. Vorsicht! Bei einer Platzrunde an einem Flughafen, wenn man da nach Sichtflug unterwegs ist und eine Platzrunde fliegt, dann ist die Standardplatzrunde eine Linksplatzrunde. Das heißt, alle Kurven in Richtung Landung werden linksrum geflogen. Wenn man die Platzrunde andersrum fliegen soll, wird dann vom Tower angewiesen, eine Rechtsplatzrunde zu fliegen. Wie gesagt, Holding Patterns sind standardmäßig rechtsrum. Es gibt aber auch Non-Standard Holdings, die gehen dann linksrum. Etwas verwirrend. Frag mich nicht, warum man das nicht standardisiert hat, dass eine Platzrunde und Holding immer die gleiche Richtung hat, wenn man von einem Standard spricht. Wie lang ist so ein Holding? Das ist nicht immer nach Meilen definiert. Das gibt es auch, DME Holdings. Das ist aber standardmäßig immer basiert auf Timing. Entweder eine Minute, wenn man in oder unterhalb von 14.000 Fuß fliegt, oder anderthalb Minuten, wenn man über 14.000 Fuß fliegt. Die große Frage in der Fliegerei ist immer, wie komme ich in das Holding rein? Kann man sich das aussuchen? Muss ich auf direktem Weg zu dieser Linie fliegen, um dann ins Holding zu kommen? Das ist alles halb so wild. Das besprechen wir jetzt. Es gibt drei verschiedene Sorten von Holding Entries. Dafür ist ein 70-Grad-Sektor abgeteilt, könnt ihr hier in der Übersicht sehen. Und das ergibt dann drei Sektoren. Einen hier, einen zweiten kleinen Sektor dort und dann noch einen sehr großen Sektor, der den Rest umfängt. So haben wir 360 Grad rund um das Holding-Fix abgedeckt. So, wie sieht das aus? Wir gucken uns mal den ersten Sektor an. Das ist der hier. Und im Sektor 1 reden wir von einer sogenannten Parallel Entry. Wie wird die geflogen? Holding Entry ist immer ganz leicht am Anfang, weil wir fliegen als allererstes zum Fix. Egal wo wir sind, es wird erstmal direkt Kurs zum Fix eingenommen. Den haben wir jetzt schon, das heißt, wir fliegen zum Fix. Und über dem Holding Fix fliegen wir eine Linkskurve und fliegen den Outbound Track für eine bzw. 1,5 Minuten, je nachdem, ob wir jetzt in und unterhalb 14.000 Fuß oder über 14.000 Fuß sind. Wenn die Zeit vorbei ist, die eine Minute oder anderthalb Minuten, dann fliegen wir eine Linkskurve zurück zum Fix und sind damit im Holding drin. Na, da würden wir jetzt dann rechts rumkurven nach 180 Grad und dann sind wir im Holding drin. So, wollen wir uns das nochmal angucken. Wir beginnen, wir kommen wieder aus Nordosten. Als erstes für die Parallel Entry fliegen wir zum Fix. Über dem Fix drehen wir links auf den Gegenkurs von dem Inbound-Kurs und fliegen den 1 bzw. 1,5 Minuten und fliegen eine Linkskurve zum Fix zurück
und sind damit drin im Holding. Das ist der Sektor 1, die Parallel Entry. Weiter geht's. Der Sektor 2, das ist der kleine Sektor, da sprechen wir von einer Offset Entry. Warum Offset? Weil wir gleich einen 30 Grad Offset auf den Inbound-Kurs fliegen. Gucken wir uns mal an. Haben wir schon gelernt, wir fliegen immer erst zum Fix. Das tun wir jetzt. Wir fliegen zum Fix. Und vom Fix aus fliegen wir einen 30 Grad Offset für eine bzw. anderthalb Minuten, je nachdem wie hoch wir sind. Wenn die Zeit rum ist, dann geht es rechts rum, zurück zum Fix. Und ihr seht, dadurch, dass wir den 30 Grad Offset geholt haben, haben wir uns genug Turning Room erflogen, um mit der kontinuierlichen Rechtskurve direkt ins Holding dann reinzufliegen. Nochmal. Wir kommen von Nordwesten, wir fliegen zum Fix. Und dann fliegen wir einen 30 Grad Offset auf den Inbound-Kurs. Nach der 1 bzw. 1,5 Minuten geht es dann rechts rum, direkt dann auf den Inbound-Kurs zum Fix und wir sind im Holding drin. Das war der zweite Fall, der zweite Sektor. Jetzt kommt der dritte, der große Sektor. Das ist die Direct Entry. Die ist total leicht, weil eigentlich fliegen wir nur zum Fix. Gucken wir uns mal an. Wir fliegen zum Fix. Und wenn wir dann beim Fix sind, sind wir schon drin. Wir fliegen eine Rechtskurve auf das Outbound Leg. Wenn die Outbound-Zeit die eine bzw. anderthalb Minuten rum sind, geht es wieder rechts rum, 180 Grad Turn auf den Inbound-Kurs und wir sind super drin im Holding. Zum Timing, wann genau drücken wir die Stoppuhr? Gucken wir uns nochmal den Fall an hier von der Direct Entry. Beim Fix drehen wir rum auf die Kurve. Und wenn wir aus der Kurve ausrollen, sollten wir genau erbeamen von dem Fix sein und die Stoppuhr drücken. Outbound Timing. Jetzt ist die Minute bzw. anderthalb Minuten rum und wir drehen wieder rechts rum. Nochmal. Wir fliegen zum Fix. Über dem Fix geht es rechts rum und sobald wir aus der Kurve rauskommen, die Wings level sind und wir genau im Beam, also 90 Grad Peilung zum Fix haben, jetzt drücken wir die Stoppuhr und nach einer Minute bzw. nach anderthalb Minuten, je nachdem wie hoch wir sind, jetzt drehen wir wieder 180 Grad zurück zum Fix und so macht man das Timing im Holding. Das ist jetzt das Standard-Holding. Auf einem Non-Standard-Holding geht das Ganze links rum, das sieht dann so aus. Es ist eigentlich alles gespiegelt, die Sektoren bleiben gleich, nur die Linien sind gespiegelt. Überm Fix sind wir im Holding drin, machen eine Linkskurve statt Rechtskurve. Genau, Beam, jetzt auf der linken Fläche machen wir die Stoppuhr an. Und nach einer bzw. anderthalb Minuten geht es wieder links rum, zurück auf das Inbound-Leg. Das ist ein Non-Standard-Holding, weil es links rum geht. Das Standard-Holding geht rechts rum. So, wie fliegen wir das Holding? Gott sei Dank mit einem Verkehrsflugzeug, mit einem Flight-Management-System. Das macht die Windkorrektur durch variable Querlagen in den Holding-Turns und auch durch Windvorhaltewinkel. Wenn wir das Holding manuell fliegen müssen, dann müssen wir die Windkorrektur auf den Inbound- und Outbound-Legs machen. Das ist fürchterlich kompliziert und Gegenstand von einem weiteren Video. Das würde jetzt ganz weit von dem wegführen, was wir eigentlich mit dem Verkehrsflugzeug machen wollen. Diese Holding-Fliegerei ist in der Ausbildung, wenn man noch keine FMS zur Verfügung hat, so das ziemlich anspruchsvollste. Das fand ich jedenfalls, was einem so vorkommt, weil man wirklich sehr viel Vorstellungskraft braucht, um sich die Holding-Entry auszudenken und dann auch einigermaßen gesittet ins Holding zu kommen und bei Wind auch da drin zu bleiben. Fand ich immer sehr spannend. So, das war's schon zu diesem kurzen Video über die Warteschleifen
Ich finde es toll, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast was gelernt. Sollte dir das Video tatsächlich gefallen haben, dann gib mir bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann sag mir das bitte. Ich werde es dann auch ganz bestimmt nicht weitersagen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.